Hallo, hier ist wieder tuxoche.de. Im letzten Video hatte ich euch gezeigt, wie man die in der seit Lightroom 5 Version vorhandene kontextsensitive Bereichsreparatur anwendet. Jetzt möchte ich euch das gleiche sozusagen mit Photoshop zeigen. Ich habe hier wieder mein Bild, wo die drei störenden Elemente, also die Verkehrssteller, Schilder und der Pfosten vorhanden sind, und rufe jetzt innerhalb von Lightroom, man kann natürlich auch innerhalb der Bridge das entsprechende Foto aufrufen, jetzt Photoshop, übrigens noch CS6 auf. So, da kommt Photoshop. Er muss natürlich jetzt im Hintergrund trotzdem noch den RAW-Konverter anschmeißen, weil letztendlich hier in Photoshop ein TIFF ankommt zur Bearbeitung, auch wenn der Dateiname wie in diesem Fall CR2 heißt. So, da ist unser Bild. Wir vergrößern das mal etwas, gehen mal hier runter auf den Bereich des Pfostens und nehmen hier das Korrekturwerkzeug. Hier müssen wir natürlich auch anklicken. So, die Pinselgröße, die ist stimmig für den Pfosten. Und jetzt gehen wir einfach genauso wie in Lightroom eben über den Pfosten drüber. So. Und auch hier wird der Bereich komplett ersetzt. Jetzt mache ich das gleiche hier mit dem Verkehrsschild. So. Noch schön die Ecken mitnehmen. Dann den Pfosten. Man sollte übrigens die Bereiche nicht zu knapp wählen, weil Photoshop genauso wie Lightroom versucht, automatisch passend zu ersetzende Bildteile zu finden. Ihr seht, auch hier ist der Pfosten verschwunden. Und dann gehen wir ganz zuletzt noch, wie in unserem letzten Beispiel, auf das Tempo 70 Schild. Füllen das auch entsprechend aus und gehen den Pfosten hier wieder runter. So, das dürfte stimmen. Und wenn er es jetzt ersetzt hat, seht ihr, dass das eigentlich relativ stimmig ist. Wir können das jetzt noch weiter mal auf 100% vergrößern. Und in dem Fall hat die Bereichsreparatur, die versucht automatisch den zu entfernenden Bereich entsprechend zu ersetzen mit anderen Bildteilen, eigentlich sehr gut funktioniert. Ich jetzt mal wieder auf ganzes Bild schalte, kann man eigentlich die Korrekturen nicht mehr erkennen, und ich kann jetzt entweder in Photoshop oder auch in Lightroom das Bild entsprechend weiter bearbeiten. Ja, das war ein kleines Video von mir. Ich hoffe, der kleine Beitrag hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir doch eure Kommentare, gerne auch Fragen oder Anregungen. Bis dann, ciao, tuxoche.